Hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge des Radio Rebell Podcasts, heute mal ohne Papsi. Ich habe mich mit Klaus-Peter Haupt getroffen, er ist Studiendirektor und Leiter des Schülerforschungszentrums Nordhessen. Er hat sich um das wissenschaftliche Lektorat von Traumschiff Erde gekümmert und nun spreche ich mit ihm über den ersten Teil des Buches. Alle Infos rund um mein Buch Traumschiff Erde und wie ihr es erwerben könnt, findet ihr in den Shownotes dieser Folgen. Jetzt aber viel Spaß mit der Podcast-Folge Klaus-Peter Haupt und ich im Gespräch. Ich sitze hier im Schülerforschungszentrum Nordhessen mit KP Haupt. Ich denke, ich kann dich auch KP Haupt nennen. Ja, logisch. Ja. Könntest du dich unseren Zuhörern erstmal vorstellen? Ja, ich bin KP Haupt. Ich bin der Leiter hier vom Schülerforschungszentrum. Ich habe das vor knapp 19 Jahren gegründet und wir sind seit 2012 in einem eigenen Gebäude. Welche, oder ich sag mal so, was war der ursprüngliche Grund dafür oder so das Erlebnis, welches dazu gebracht hat, in die Forschung zu gehen? Also ich jetzt persönlich in die Forschung? Ja. Eigentlich war das die Beschäftigung mit der Astronomie. Ich wollte Astronom werden. Ich habe auch Astrophysik studiert. Mhm. Und das war damals Ende der 70er Jahre, dass es keine Stellen gab. Also sozusagen für Wissenschaftler. Und man konnte zwar weiterarbeiten, man konnte promovieren, man konnte an Sternwarten gehen, aber eigentlich musste man Geld extra verdienen. Und zu der Zeit war es so, dass ein Bekannter von mir, der Ausbilder war für Physiklehrer, sagte, es gibt noch genau ein Jahr lang Stellen für Lehrer, dann ist auch das dicht und hat mir geraten, es nochmal zu probieren. Das habe ich dann gemacht und noch Mathe zusätzlich studiert, weil man braucht ein zweites Fach und bin dann letztlich im Lehrerberuf hängen geblieben. Ja, und jetzt auch so ein bisschen in Verbindung zu meinem Buch. Forschung und Klimawandel, Umweltschutz sind ja irgendwie so auch zwei Themen, die gehen so ein bisschen Hand in Hand immer. Und es gibt ja, oder Forschung wird ja oft und von vielen so auch so ein bisschen als die ultimative Lösung eigentlich für die Klimaproblematik auch genommen. Aber findest du nicht, dass es irgendwie manchmal so ist, dass diejenigen, die die Forschung als ja, höchste Möglichkeit anprangern, auch diejenigen sind, die den Prognosen der Forschung, was Klimawandel angeht, eigentlich überhaupt keine Beachtung schenken? Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel der amerikanische Präsident irgendwelche besonderen Vorstellungen von Forschungsergebnissen hat und er ist ja nur ein ganz direkter Klimaleugner. Ich hatte in meinem Bekanntenkreis Wissenschaftler, promovierte Wissenschaftler, die Klimaleugner waren. Das habe ich nie nachvollziehen können, denn für mich ist es ein logisches Argument, das ich überprüfen kann, durch Messungen, durch Modelle überprüfen kann und das sehr eindeutige Aussagen macht. Der Zusammenhang ist eindeutig da. Also ich würde sagen, Forschung zeigt uns, dass der Klimawandel real ist, dass sich das Klima durch Menschen wohlgemerkt ändert, denn Klima ändert sich immer durch Veränderungen der Erde. Aber auch jetzt in sehr großen Zeitspannen. Ja, genau. Ne, dass aber jetzt der Mensch sozusagen die Ursache ist, das ist eindeutig klar. Ich bin aber auch der Meinung, dass uns Forschung aus diesem Dilemma raushelfen muss. Dass es keinen anderen Weg gibt und dass deswegen Forschung und Wissenschaft und technische Entwicklung verstärkt werden müssen, um dieses Dilemma zu lösen. Aber ich denke, da können wir nachher noch ausführlicher drüber reden. Du hast gerade gesagt, du kennst auch aus dem Bekanntenkreis Klimawandelleugner. Wie bist du mit denen umgegangen? Also hast du mit denen diskutiert oder? Am Anfang habe ich es versucht, nachdem ich aber gemerkt habe, dass ein promovierter Chemiker,
der in einer damals nicht unbedeutenden Partei für Klima zuständig war, den Treibhauseffekt gar nicht verstanden hat, habe ich jetzt aufgehört, mich näher damit zu beschäftigen. Das ist wie mit der Esoterik. Mhm. Diese Menschen sind rationalen Argumenten nicht zugänglich und es ist eigentlich Zeitverschwendung, mit rationalen Argumenten versucht, sie zu überzeugen. Das geht nicht. Und also glaubst du tatsächlich, dass Menschen, die sowohl in der parteipolitischen Landschaft in Deutschland als auch in den USA oder sonst wo, Brasilien, den Klimawandel tatsächlich oder sich tatsächlich den Zusammenhang nicht herstellen können zwischen dem Ausstoß, dem CO2-Ausstoß der Menschheit und der Erderwärmung, oder ist das eher so ein bisschen politisch-taktisches Kalkül, was man einfach braucht, um Wähler zu gewinnen? Das kann ich nicht beurteilen, nur die ich kenne, bei denen war es wirklich eine Überzeugung. Das war nicht aus taktischen Gründen, sondern die waren wirklich von überzeugt, dass die Reihenfolge, nämlich erst der CO2-Änderung, dann die Klimaänderung, eben so nicht gilt, ne, sondern dass sozusagen Ursache und Wirkung auf den Kopf gestellt werden. Da waren es keine politischen Gründe, sondern wirklich eigene Überzeugung. Das kann ich mir irgendwie mal so ein bisschen schwer vorstellen. Ich war baff. Ich habe es versucht zu argumentieren. Ich weiß nur, ich habe damals Vorträge gehalten zu diesem Thema und die saßen im Zuhörerkreis, kannten sich vorher nicht und haben sich dann auch selbst gegenseitig nochmal widersprochen. Also zwei Klimaleugner, die mit vollkommen unterschiedlichen Argumenten sich gegenseitig auch nochmal widerlegen wollten. Mhm. Es war ein Highlight, das zu erleben, aber das waren auch die letzten Diskussionen in diese Richtung, die ich geführt habe. Und es macht keinen Sinn. Ja, es gibt, denke ich mal, man kann die Zeit sinnvoller investieren, auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, du bist auch Lehrer. Hm. Dann natürlich die Frage, was hältst du von Fridays for Future? Viel. Einerseits, aber andererseits auch muss Fridays for Future sich verändern. Viel deshalb, weil es diese Bewegung fertiggebracht hat, das Thema Klima wirklich in den Brennpunkt zu rücken. Das ist Jahrzehnte vorher nicht gelungen. Es ist in dem Sinne der Grünen Partei nicht gelungen. Es ist vielen anderen auch nicht gelungen. Ich habe in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, im Unterricht Treibhauseffekt und Klimaproblematik behandelt. Wir haben damals den Begriff des Klimakrieges geprägt. Ich bin von Kollegen beschimpft worden, von Schülern ausgelacht worden. Über viele Jahre hinweg. Friday for Futures hat es wirklich geschafft, da jetzt eine Sensibilität zu entwickeln. Aber mich wundert es auch, dass es irgendwie so lange gedauert hat. Ich meine, es gibt Aufzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert, die bereits belegen, wie sich die menschliche Schwerindustrie auf das Klima auswirkt. Eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon relativ eindeutig. Und ein ganzes Jahrhundert lang hat es eigentlich erstmal niemanden wirklich. Klar, also es hat natürlich Leute interessiert, aber es war immer irgendwie ein Randthema und es wurde nicht als das wahrgenommen, was es eigentlich ist, nämlich ja eigentlich eine Existenzkrise irgendwie. Naja, es war ja noch nie eine Existenzkrise, wirklich. Die Menschen in früheren Jahrzehnten, die haben in ihrem täglichen Leben nichts von Klimawandel letztlich gespürt. Sie konnten so weitermachen und weiterleben wie bisher. Es gab keine Einschränkungen, keine sichtbaren Veränderungen. Im Gegenteil, das persönliche Umfeld, das Mikroklima hat sich verbessert. Wenn ich dann denke, in meiner Jugend, als ich so alt war wie du, war es im Ruhrgebiet fast unmöglich, sinnvoll zu atmen, weil die Luft verschmutzt war. Das ganze Ruhrgebiet war voller Smog. Rußablagerungen waren überall. Und in den Jahrzehnten danach ist das verbessert worden. Einerseits, weil natürlich der Kohleabbau, Braunkohleabbau reduziert wurde. Andererseits auch, weil Reinigungsmechanismen entwickelt wurden. Das heißt, da hat sich eine ganze Menge scheinbar verbessert. Die Sichtweise, dass sich global etwas ändert, die ist erst sehr, sehr viel später entstanden. Und am Anfang auch durchaus unter Wissenschaftlern noch umstritten gewesen. Ja. Aber ich sag mal so, der heutige Stand der Wissenschaft ist ja absolut klar. Es gibt ja, es gibt so viele Dinge, die dafür sprechen. Erstens spricht allein das zeitliche Ausmaß dieser Klimaänderung. Das kommt so in der Natur nicht vor. Ja, durch Bahnparameter und so ändert sich natürlich auch was, aber das erstreckt sich über Jahrzehnte und das gibt dann
in 10.000 Jahren vielleicht eine durchschnittliche Temperaturänderung von 1 bis 2 Grad. Jetzt haben wir das Ganze in einem halben Jahrhundert. Also es gibt eigentlich so viele Dinge und damit kann man eigentlich sagen, heute ist der wissenschaftliche oder der Stand der Wissenschaft eindeutig, der Klimawandel ist menschenverursacht und er ist auch eine reale Bedrohung. Aber trotz all dem oder trotz dieser Feststellung ist ja irgendwie so, Wissenschaft findet ja jetzt auch nicht im leeren Raum oder im Vakuum statt, sondern klar, es verkörpert, diese Klimawandelleugner verkörpern nicht den aktuellen Stand der Wissenschaft, aber sie haben ja dennoch auch einen realen Einfluss auf das Handeln, oder? Ja, aber nehmen wir mal oder sehen wir mal Beispiele an, wie Wissenschaft funktioniert. Wissenschaftler sind im Prinzip erzkonservativ. Es gibt eine Wissenschaftstheorie, die sagt, dass Wissenschaftler an ihren etablierten Modellen festhalten. Hm. Und zwar so lange, bis ihnen nichts anderes mehr übrig bleibt. Kosmologische also, Konstante. Genau, ne? dann erst ändern sie das. Man spricht in der Wissenschaftstheorie von Revolution, die eintritt. Und so war es bei vielen Dingen. Unser Weltbild, unser geozentrisches Weltbild wechselt zum heliozentrischen Weltbild. Ein ganz berühmtes Beispiel ist die Kontinentalverschiebung, ne, die ja viele Jahre lang verleugnet wurde, obwohl die Beweise sich häufen. Und heute ist es klar, dass es diese Tektonik gibt, dass das ein Motor in der Entwicklung der Erde ist. Und so ähnlich ist es auch, denke ich, mit der Wahrnehmung der Modelle zur Klimaphysik. Bei der Chaosphysik war es ganz ähnlich. Noch in den 90er Jahren wurde Chaostheorie als Relikt von Rechenfehlern bei Computermodellen angesehen. Und es gab sehr, sehr viele Wissenschaftler, die gezeigt haben, dass der Chaostheorie keine fundamentale Bedeutung zukommt, dass es chaotische Zustände in der Natur nicht gibt. Heute denken wir genau umgekehrt. Die Natur entwickelt sich aus chaotischen Zuständen heraus in stabile Zustände hinein, die sich wieder ändern und chaotisch werden. Das heißt, wir haben einen vollkommenen Paradigmenwechsel nur in allein 15 Jahren erlebt. Und so ähnlich ist das auch mit Sicherheit bei der Klimaproblematik. Es dauert eben, bis es ankommt, bis die Beweise auch so sicher sind, dass jeder sie annimmt und dass alle diese neue Sicht vertreten. Aber wenn es erstmal soweit ist, geht es dann ja meistens Schlag auf Schlag in der Wissenschaft. Das war ja auch bei der Quantenmechanik zum Beispiel so. Mhm. Auch das ja alles innerhalb weniger Jahre. Mhm. Und nach 10 Jahren war plötzlich eigentlich unser komplettes Weltbild auf den Kopf gestellt. Mhm. Glaubst du, dass das jetzt auch bei der Klimaproblematik so sein wird, dass es jetzt Schlag auf Schlag geht? Naja, vielleicht haben wir das, was wir seit einem Jahr mit Friday for Futures erleben, ist das der Anfang dieser sehr schnellen Veränderung. Na, klar, da war eine Protestbewegung, die von Jugendlichen ausging, die erstmal auf die Problematik hingewiesen hat, die so intensiv hingewiesen hat, dass man Stellung nehmen mussten. Dann haben Erwachsene, Wissenschaftler, Politiker Stellung genommen. Und jetzt ist vielen klarer geworden, dass wir handeln müssen. Und jetzt kommt vielleicht die nächste Phase. Man muss sich überlegen, wie handeln wir? Ja. Das ist eine sehr schwierige Phase, denn hier geht es jetzt nicht darum, dass wir Theorien verbessern, dass wir Modelle verbessern, wie es in der Quantenmechanik war oder wie es in der Chaosphysik war, sondern hier müssen wir Techniken verbessern. Wir müssen eventuell Lebensweisen verändern. Das heißt, hier müssen Menschen geschlossen als Menschheit handeln, ihre eigene Einstellung zu sich und ihrem Planeten ändern. Das ist wesentlich diffiziler als alles andere, was vorher passiert ist, wenn Wissenschaft ihre Modelle wechselt. Es ist mehr als ein Modellwechsel. Aber ist dieser Einstellungswechsel wirklich nötig? Kann es nicht funktionieren, dass sowas von oben festgelegt wird und dadurch einfach durch Normen und Gesetze diese Verhaltensänderung irgendwie erzwungen wird? Ich habe einen Referenten eingeladen, der im November zu uns kommt, der genau das als Wissenschaftler untersucht hat. Ich kenne seine Ergebnisse noch nicht. Nämlich er fragt, kann Klimawandel demokratisch bekämpft werden oder nicht? Das ist genau die Frage. Ich habe noch für mich keine endgültige Antwort gefunden, weil ich nicht glaube, dass ich etwas dauerhaft durchsetzen kann, wenn nicht Menschen wirklich dahinter stehen. Für eine gewisse Zeit kann man über Verordnungen, letztlich über Diktaturen hinweg bestimmte Dinge erreichen, aber dauerhafte Veränderungen halte ich
im Moment so für nicht möglich. Ich glaube wirklich, dass viele einzelne Menschen sich da anschließen müssen, dem folgen müssen. Und wenn es schlicht und einfach keine demokratischen Mehrheiten für Vorhaben gibt, die den Klimawandel wirklich aufhalten können? Glaube ich nicht, weil der Mensch ist letztlich ja im gewissen Sinne vernünftig. Ja. Es gibt inzwischen eine viel breitere Zustimmung für Klimaproblematik in der Bevölkerung, sodass ich schon denke, das müsste gehen. Ich könnte jetzt ganz sarkastisch sagen, wenn die Menschheit als Ganzes es nicht will, dann muss die Menschheit als Ganzes mit diesem Problem leben. Und beziehungsweise nicht dann leben. Ist das eine Entscheidung. Ja. Gut, ich glaube nicht, dass es nicht um Leben oder Nichtleben geht. Ich glaube nicht, dass es der Untergang der Menschheit ist. Ich glaube, dass es Veränderungen geben wird, die die Menschen in ihrem Lebensraum einschränken und verändern. Also ich will ein Beispiel nennen. Wir reden immer nur von unseren westlich orientierten Staaten. Da ist es ganz einfach, bestimmte Dinge zu verbessern. Aber ein Großteil der Menschen lebt in Gegenden, wo man noch mit Armut zu kämpfen hat, wo man mit der täglichen Ernährung zu kämpfen hat. Wenn die etwas Warmes essen wollen, dann machen die ein Feuer. Und dann überlegen die nicht, ob jetzt eventuell etwas mehr CO2 ausgestoßen wird oder nicht. Die haben schlichtweg Hunger. Und ich denke, einhergehend mit Veränderungen des Klimas oder Verbesserungen des Klimas muss einhergehen eine Veränderung der Lebensbedingungen der Menschheit. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen, die auf diesem Planeten Platz haben, ich bin der Meinung, sehr viel mehr haben nicht mehr Platz, das ist ein ganz anderes Problem, aber dass alle Menschen, die Platz haben, in menschenwürdigen Bedingungen leben, dass sie Nahrung haben, dass sie Rohstoffe haben, dass sie Kultur treiben können, dass sie sich um andere Dinge kümmern können. Und das geht für mich parallel. Ja. Erst wenn wir eine so zufriedene Weltbevölkerung haben, dann werden alle bereit sein, sich auch um Weltprobleme zu kümmern. Ich kann nicht von einer Menschengruppe, die ums Überleben kämpft, verlangen, dass sie sozusagen die Ziele von anderen, die im Überfluss hier leben, sich zu ihren eigenen machen. Denen geht es erstmal ums Überleben. Aber insgesamt ist es ja tatsächlich so, dass die Ausstöße der Südhalbkugel global geringfügig geringer sind als die der Nordhalbkugel. Also wieso sollte man nun, mal ganz provokant ausgedrückt, Menschen der Südhalbkugel auf einen höheren Lebensstil verhelfen, der zulasten der Umwelt geht? Ein höherer Lebensstil, erstens, muss nicht unbedingt nur zum Lasten der Umwelt sein und zweitens haben alle Menschen ein Recht darauf. Ein Mensch, ein Kind, das in Afrika ist, hat ein Recht darauf, morgens aufzustehen, Nahrung zu kriegen, in die Schule zu gehen. Natürlich. Im Moment ist es so, ich war in der Grundschule in Afrika vor einigen Jahren, dass die Kinder um 5 Uhr aufstehen, erstmal Wasser holen, aufs Feld gehen, für das Essen der Familie sorgen, dann 2 Stunden barfuß durch die Wüste laufen, um zur Schule zu gehen und abends, wenn es dunkel wird, das Gleiche wieder rückwärts machen. Ich finde, solange es solche Zustände gibt, hat jeder ein Recht darauf, in einem höheren Lebensstandard zu leben. Auf jeden Fall in einem höheren Lebensstandard, was es dort derzeit gibt. Aber ist es die Lösung, oder müssten wir nicht eigentlich von unserem Lebensstandard etwas, unsere Ansprüche senken? Weil gerade dieser westliche Lebensstandard ist ja der wirklich CO2 emittiert. Also wieso sollte man es als erstrebenswert fassen, nun die gesamte Welt, der gesamten Welt diesen westlichen Lebensstil anzupassen, wenn wir nicht unsere Ansprüche senken und dafür sich die Welt so assimiliert, dass eben alle diese notwendigen Dinge haben? Also erstens passen wir nicht den Lebensstil der anderen an unseren an. Wir, das ist meine These, wir sollen ihnen ermöglichen, so frei zu leben, wie wir es auch können. Das heißt, frei von Sorgen, frei von Nahrungsproblemen, frei in der Wahl von kulturellen Dingen. Ein Mensch, der Bildung bekommt, der Schule hat, der sorgenfrei zur Schule gehen kann, hat Chancen, etwas zu ändern, weil er nicht in dieser Maschinerie drin ist, sein eigenes Überleben, das Überleben seiner Familie zu sichern. Also das ist für mich kein Anpassen, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wir denen diese Chance geben.
Natürlich heißt das nicht, dass die jetzt mit SUVs durch Afrika brausen müssen. Insofern hast du recht. Aber das heißt, dass sie Elektrizität haben, dass sie Heizung haben, dass sie Nahverkehr haben, Fernverkehr haben, dass sie kulturelle Austausche machen können. Für mich ist es zum Beispiel in meinem Leben sehr wertvoll gewesen, in andere Länder zu gehen, andere Länder kennenzulernen, mit den Menschen doch zu reden. Also ich fasse es als ein Privileg unserer Kultur auf, das zu dürfen. Ja. Ich hatte sowohl das Geld als auch die Zeit, das einfach zu machen. Und dieses Recht würde ich auch gerne den anderen geben, weil ich an mir selbst gemerkt habe, nur durch den Kontakt mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen, fernab des Tourismus, ne, natürlich, habe ich Einstellungen gewonnen, die mir helfen, meine eigene Sichtweise zu entwickeln. Und genau das, finde ich, muss man allen Menschen ermöglichen. Noch ein anderer Punkt, unseren Lebensstandard senken. Im gewissen Sinne, ja. Also ich versuche auch nicht jede Woche neue Kleidung zu kaufen. Ich mache das alle 5, 6 Jahre. Ich kaufe nicht jedes Jahr ein neues Handy, sondern wenn das alte kaputt ist. Das müssen wir lernen. Aber ich möchte nicht auf Handy verzichten. Ich möchte nicht auf Kommunikationsmöglichkeiten heute verzichten. Ich möchte auch nicht aufs Internet verzichten, weil mir das viele Freiheiten gibt. Ja. Und von daher glaube ich nicht, dass es der einzige Weg ist, einfach zurückzuschrauben. Sondern die Technik muss uns eine Möglichkeit geben, sozusagen unter Beibehaltung gewisser Dinge, die wir können, trotzdem konform mit diesem Planeten zu leben. Aber das dürfen wir nicht nur für uns fordern, das müssen wir dann für alle fordern. Und das ist ein riesiges Problem, denn ich glaube, wir haben inzwischen über 8 Milliarden Menschen. Ja. Ne, zu meiner Jugend waren es 5. Ne, das ist unglaublich viel geworden. Und die Menschheit kann nicht mehr so weiter wachsen. Das halte ich für ausgeschlossen. Also wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir sozusagen das Wachstum der Menschheit regulieren. Aber sollte man es tatsächlich hinbekommen, oder es ist ja eindeutig der Trend, mehr Reichtum bedeutet geringere Geburtenrate. Das bedeutet, sollten wir es hinbekommen, das Armutsproblem in zum Beispiel Afrika oder auch Südamerika und solchen Kontinenten zu lösen und dort einen gewissen Lebensstandard zu schaffen, würde sich das Problem der Überbevölkerung laut Modellrechnung irgendwann von allein lösen und um das Jahr 2050 würde sich die Weltbevölkerung auf ca. 11 Milliarden stabilisieren und dann nicht weiter wachsen. Finde ich immer noch zu viel. Ja, auf 11 Milliarden Fall. Das ist ja überdoppelt so viel wie zu meiner Jugend. Ja. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der das untersucht hat. Vielleicht geht es mit 11 Milliarden. Mag sein. Aber für mich ist das eine erschreckend hohe Zahl. Ja. Und das erfordert gewaltige Anstrengungen von uns allen, sowohl im technischen Bereich als auch im ökologischen Bereich. Das ist wirklich eine Jahrhundertaufgabe, das zu bewältigen und diese 11 Milliarden Menschen alle menschenwürdig auf diesem Planeten leben zu lassen. Und zwar so, dass sie auch dauerhaft dort leben können. Ja. Also ich könnte es ja jetzt verstehen, wenn 13- oder 14-Jährige diese Gedankengänge nicht gehen, wenn sie diesen Gedankengängen nicht folgen können. Aber müssten es die älteren Menschen nicht eigentlich besser wissen? Müssten die nicht eigentlich diejenigen sein, die es genau wissen und die auch dementsprechend handeln? Wieso sind es eigentlich diejenigen, die am wenigsten Zeit hatten bis jetzt, sich dort irgendwie einzuarbeiten, die am wenigsten Erfahrung haben, die dort jetzt die Führungsrolle übernehmen? Du meinst die Älteren, dass die das vorantreiben müssen, die Älteren? Die jetzt, eigentlich die Erwachsenen, die jetzt in der Politik sind, die jetzige Generation. Ich fürchte, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum, aber in der Wissenschaft kamen alle Veränderungen, alle Verbesserungen immer von jungen Menschen, so 20 bis 30. Schrödinger mit 46 war also eine der seltenen Ausnahmen. Einstein war, glaube ich, 25, 26, als er Relativitätstheorie gemacht hat. Also ich glaube schon, dass junge Menschen da prädestiniert sind, weil sie frei von Gewohnheiten, frei von festgefahrenen Sichtweisen handeln und denken können. Also ich habe vor Jahren mal einen Traum gehabt, den ich nie habe umgesetzt. Hier im Schülerforschungszentrum forschen ja Jugendliche. Ja. Ne, die fangen in deinem Alter an, ne, so mit 12, 13 und hören mit 17, 18 auf und machen teilweise wirklich erhebliche Forschungsarbeiten, die bis
auf das Niveau von Bachelorarbeiten oder teilweise Masterarbeiten gehen. Das ist nicht nur bei uns so, das ist übrigens in allen Schülerforschungszentren so. Viele etablierte Wissenschaftler haben das jahrelang geleugnet. Und die haben jahrelang gesagt, das geht nicht, Schüler können nicht forschen, haben mir das auch gesagt. Ja. Bevor nicht jemand einen Master hat, kann er sich gar nicht Forscher oder Forscherin nennen. Ich sehe das nicht so. Meine Idee war immer, mal junge Leute so zwischen 17 und 20 zusammenzubringen und mal zu gucken, was sind denn die Probleme der Wissenschaft im Moment? In der Physik zum Beispiel, Quantengravitation oder was auch immer. Ne? Mach doch mal Brainstorming. Hm. Mit welchen vollkommen unkonventionellen Ansätzen könnte man denn eine Lösung versuchen? Ja. Und dann natürlich nicht nur eine Stunde, sondern vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahre am Ball bleiben. Ich habe das nie ausprobiert. Ich könnte mir denken, dass sowas erfolgreich ist. Gerade weil sie eben nicht an etablierten Modellen festhalten. Wir haben über Friday for Future gesprochen. Ich habe vorhin angedeutet, dass ich der Meinung bin, jetzt nachdem sozusagen die Augen geöffnet sind, nicht bei allen, aber doch bei wesentlich mehr als vorher, müsste eine Änderung eintreten. Und das ist eine Änderung, die ich auch von Friday for Future Gruppen vorgeschlagen habe, dass Jugendliche aus diesem Bereich jetzt ganz gezielt genau das machen, was ich eben geschildert habe. Die setzen sich zusammen und überlegen mal, was kann man denn wie ändern? Forschen erst einmal. Also klar, Autofahren vermeiden, Kurzflüge, klar, aber es gibt viele andere Dinge. Man liest jetzt öfters, wie umweltschädigend, klimafeindlich Handys sind, weil ja Rohstoffe verwendet werden, die teilweise in unmöglichen Gegenden abgebaut werden, Wälder gerodet werden, Transportmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es Untersuchungen gibt, wie hoch der CO2-Ausstoß für einen Telefonanruf ist. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, mal zu erforschen. Und vielleicht kann man dann sagen, naja, man muss ja nicht jedes Jahr ein neues Handy haben. Ich will nicht auf Handys verzichten. Ja. Aber vielleicht kann man da etwas einfrieren, wenn man sieht, es ist notwendig. Vielleicht ist es sogar schlimmer als Autofahren. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht kann man aber auch hier Techniken entwickeln. Techniken wie zum Beispiel CO2 zu binden. In Weltmeeren, in der Atmosphäre, da gibt es ja Versuche. All das könnten Jugendliche mal selbst erforschen und untersuchen. Und das wäre so mein Gedanke für die Zukunft von Fridays for Future, dass jetzt eine Art Fridays for Science entsteht. Das heißt also nicht nur natürlich freitags, aber dass Jugendliche sagen, okay, wir sagen nicht nur, ihr Erwachsenen habt nicht und ihr Erwachsenen müsst, sondern wir versuchen mal einen eigenen Beitrag zu leisten. Ja. Ich bin mir sicher, der Aufschrei unter den Wissenschaftlern wird noch größer werden, weil nach dem Motto, jetzt wollen die auch nur die Probleme lösen, die wir nicht lösen können. Aber ich bin da eher zuversichtlich, dass da etwas bei rauskommen wird. Also auch so im Bereich des Geoengineerings, also... Also ich will zwei Beispiele nennen. Wir hatten hier im Schülerforschungszentrum zwei Projekte, die für mich durchaus richtungsweisend war. Das eine war ein Solar Pond. Ja. Das war ein Mädchenteam, das hat untersucht, interessanterweise waren es beides Mädchenteams, das hat untersucht, wie man durch Salzwasser Energie speichern kann und wieder nutzbar machen kann. Das ist eine Technik, die schon bekannt ist, sie haben sie aber wirklich wissenschaftlich untermauert und verbessert, damit auch einen Klimapreis gewonnen. Ja. Ein zweites Team hat untersucht, wie man durch Veränderung des Beschichtungsmaterials von Katalysatoren, Autokatalysatoren verbessern kann. Und herausgekommen ist ein Katalysator, der schon im Kalten sofort beim Starten funktioniert, in Rasenmähern, Mopeds eingesetzt werden kann. Natürlich nicht CO2 bindet, das geht nicht. Ja. Ja, aber andere Schadstoffe bindet. Das heißt also, da sind zwei Schritte gemacht worden, wo ich durchaus sagen kann, die waren 16, 17 und haben nur ein Jahr dran gearbeitet. Also ich traue Jugendlichen dazu, auch bahnbrechende Entwicklungen zu machen. Ja. Kommen wir mal so ein bisschen zu meinem Buch. Der Tag, an dem du das erste Mal von meinem Buch gehört hast, wie hast du dir das damals so vorgestellt? Also was hast du erwartet? Ich weiß gar nicht mehr, unter welchem Titel du es mir angekündigt hast. Ich glaube, den Titel habe ich dir habe ich den Titel gesagt? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube nicht. Ich war nur unheimlich neugierig. Du warst ja damals, glaube ich, 13 noch, ne? Kann das sein? Ja, das war, der Tag, an dem du erfahren hast, war Jugend forscht.
Da warst du noch 13, ne? Ja. Na, genau. Na, da war ich unheimlich neugierig. Ich habe gedacht, wie sieht ein 13-Jähriger die Welt? Ja. Welche Blickweisen hat er? Ich kannte dich ja vorher schon. Ja. Du warst ja schon in vielen Vorträgen von mir. Ich habe deine sehr gezielten und sachkundigen Zwischenfragen in Erinnerung. Ich wusste, dass du die auskennst. Und fand es jetzt spannend, mehr zu erfahren, wie du diese Welt siehst. Ja. Als ich dann die einzelnen Kapitel gelesen habe, so von der Entwicklung der ersten Kapitel bis zu den späteren, war ich schon sehr überrascht, welchen Weg du gehst. Ja. Nämlich nicht nur die rein wissenschaftliche Seite darstellen, sondern Bezug nimmst auf die Erde, auf die Entwicklung der Menschheit und da auch teilweise sehr futuristische Vorstellungen der möglichen Weiterentwicklung der Menschheit diskutierst. Das lesen zu dürfen und sozusagen deine Gedanken wahrzunehmen, ich fand das spannend und es hat sich auch wirklich so herausgestellt, es war für mich spannend, ja, das zu lesen. Ja, du hast ja das wissenschaftliche Lektorat gemacht, also du hast du hast alle Kapitel gelesen, also du bist jetzt einer von drei Leuten insgesamt, die das Buch tatsächlich schon gelesen haben. Es ist ja noch nicht draußen, sondern das ist ja noch in der Überarbeitungsphase. Ja. Das bedeutet, du hast die Zahlen oder Aussagen oder so dort angeschaut, hast geguckt, ist erstens natürlich, stimmt das so, aber auch, wie kann man das und das vielleicht besser formulieren, wie kommt das an, welche Missverständnisse entstehen vielleicht bei diesen Ausdrücken und so. Und ich glaube, den Großteil deiner Arbeit hast du ja im ersten Teil meines Buches gemacht, also dort, wo es wirklich um die Entstehung der Welt eigentlich, wie wir sie kennen, geht. Und direkt in Kapitel 1 geht es ja eigentlich um den Urknall, beziehungsweise eher um die Zeit danach, weil über den Zeitpunkt des Urknalls ist unser Wissen ja eigentlich so gut wie null. Mhm. Welche Erinnerungen hast du so aus dem ersten Kapitel über, klar, darüber, was ich geschrieben habe, das ist ja relativ klar, also auch Inflation und diese ganze Zeit und so. Aber was meinst du, oder was sagst du zu den Dingen, die ich dort geschrieben habe, bezüglich, wie es vielleicht möglich wäre, Einblicke in den Moment des Urknalls tatsächlich zu bekommen? Einblicke in den Moment des Urknalls selbst zu bekommen, bedeutet, wir müssen erstmal genau definieren, was eigentlich der Urknall ist. Ja. Und der Begriff hat sich ja entwickelt im Laufe der Zeit. Also ich sehe das heute so, dass ich eine Anfangsphase des Universums, und zwar die inflationäre Phase, als einen Prozess auffasse, der sich mit dem deckt, was man vielleicht früher Urknall genannt hat. Und diese Inflationsphase ist ein sehr hypothetisches Modell, das man noch nicht vollständig versteht. Man hat verschiedene Ansätze, wie man das Auslösen dieses inflationären Aufblähens erklären könnte. Man hat weniger Ansätze, wie man das Stoppen erklären könnte, weil das muss ja irgendwann mal aufgehört haben, sonst wären wir ja alle jetzt sozusagen bis ins Unendliche aufgebläht. Aber das Schöne an diesem Modell ist, dass es viele grundlegende Eigenschaften unseres Universums wirklich nachhaltig erklären kann, nämlich die Gleichartigkeit aller Objekte, das Zusammenhängen von allem. Bitte? Das Horizontproblem zum Beispiel. Sodass ich diese Vorstellung sehr favorisiere. Ja. Und den Eindruck hatte ich im Buch auch, dass das dir ähnlich geht. Also ich würde nicht sagen, der Urknall ist uns unbekannt, weil der Urknall an sich ist für mich dieser Übergang in die Inflation und in der Zeit danach. Was vor der Inflation war. Also eigentlich der Moment T0. Der Moment, ja, T gleich 0. Ne? Ja. Ich bin noch nicht mal sicher, ob es den überhaupt gibt. Weil T gleich 0 ist ja eine Singularität, ein Zeitpunkt. Für mich sind Singularitäten immer nur ein Hinweis darauf, dass unser aktuelles Modell schlichtweg versagt. Ja. Ne? Es gibt im Zentrum eines schwarzen Loches beim Ort R gleich 0 keine unendlich hohe Dichte oder sowas. Oder das gibt es einfach nicht. Nur die Modelle, die wir haben, das R im Nenner und dann darf das R nie 0 sein. Das ist mathematisch eine Polstelle, das ist physikalisch eine Singularität. Das heißt aber nicht, dass da Physik ist. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Inflation
von einem natürlichen Prozess ausgelöst wurde, der vielleicht noch nicht mal Teil unseres Universums ist. Wir fangen ja an, Ideen zu entwickeln, dass es mehr als ein Universum gibt, dass es ein Multiversum gibt, dass also auch unser Kosmos nur Teil von etwas Größerem ist. Und das bedeutet aber, dass wir das Größere dann mit unseren Mitteln nie werden erfassen können. Ne, ich stelle mir immer so vor, in meiner Leber wären denkende Leberzellen. Die können die gesamte Leber erforschen. Ne? Die können ein Modell für die Leber aufstellen. Die können vielleicht sogar rauskriegen, dass die Leber Teil eines Körpers ist. Ja. Aber sie haben nie eine Vorstellung, festzustellen, dass es in meinem Gehirn Neuronen gibt, die Gedanken formulieren. Ja. Weil das nicht in der Betrachtungsweise dieser Leberzellen liegt. Aber und so ähnlich stelle ich mir vor, wir haben keine Chance, uns eine Funktion, eine Wirkung eines Multiversums vorzustellen, weil das außerhalb unserer Welt ist. Aber es wäre ja auch physikalisch nach den meisten Theorien überhaupt nicht möglich, weil es würde sich ja, oder eine Theorie für diese inflationären Multiversen sind ja diese Blasenuniversen, also dass das Higgsfeld nicht im ganzen Universum gleichmäßig abgesunken ist, sondern an unterschiedlichen Orten und einfach unterschiedlich viele, unterschiedlich schnell zu unterschiedlichen Zeitpunkten und sich dadurch Blasen ergeben haben, die sich dann aber wiederum mit Überlichtgeschwindigkeit voneinander entfernen würden, weil sich der Raum zwischen ihnen mit Überlichtgeschwindigkeit ausdehnt. Und das bedeutet, es ist prinzipiell überhaupt nicht möglich, irgendwelche Informationen außerhalb unseres Universums zu erhalten. Ja. Gut, das ist eine Möglichkeit für Multiversen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, aber auch die geben keine Möglichkeit für uns, etwas über dieses Äußere, dieses Ganze zu erfahren. Das ist nicht möglich, weil die Physik, unser Denken, findet in unserem Universum statt und beinhaltet nur alles, was in unserem Universum ist. Und wenn es um unser Universum dann geht, in Kapitel 2 hast du mir an einem Tag so ein bisschen den Tag versaut, als es um Entropie ging. Da habe ich eigentlich diese ganz schöne, elegante Erklärung geschildert, von einem Universum, das immer hochentropische Zustände anstrebt, Entropie so mit dem Zeitfall gleichsetzen und einfach eine schöne Symmetrie hergestellt, wo du mir dann damit den Tag versaut hast, dass du mir irgendwie gesagt hast, dass Entropie nichts mit dieser Eigenschaft zu tun hat, die wir irgendwie immer, Entropie hat keine eindeutige Entwicklung, Entropie zeigt nicht in eine Richtung und hat keinen Pfeil, sondern das ist eigentlich ein etwas Komplexes, was sich nicht so einfach veranschaulichen lässt, wie wir es vielleicht gerne hätten. Wer kommt nun darauf, diese so wunderschön elegante Theorie einfach so umzustoßen? Naja, das ist keine Theorie. Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt und jetzt nochmal besonders, weil ich im Oktober eine Vortragsreihe zu diesem Thema mache. Und ich habe ähnlich gedacht wie du vorher. Für mich war das eine wunderschön abgerundete Sache, die mir gefallen hat. Ja. Ne, ein Zustand mit niedriger Entropie am Anfang, vielleicht Entropie 0, entwickelt sich, Entropie wird größer, Entropie hat was mit Informationen zu tun, Informationsverarbeitung, das passte. Auch deckt sich wunderschön mit der Inflation. Ja, selbstverständlich. Ne, das war ein abgerundetes Bild. Ich habe durch Zufall ein Buch eines israelitischen Physikers gelesen, der sehr detailliert zeigt, dass das nicht so stimmen muss, sondern einfach mal genau nachguckt, wie ist denn der Entropiebegriff wirklich definiert. Er ist nur definiert für Zustände im Gleichgewicht. Die Entropie ist keine zeitabhängige Funktion. Sondern man kann sie für jeden neuen Gleichgewichtszustand neu messen, neu definieren. Aber das beinhaltet nicht, dass sie eine Entwicklung von einem Zustand in einen anderen beschreibt. Ich habe dann weiter recherchiert und vermute, dass diese Idee, den Entropiebegriff auf alles zu übertragen, also solche Dinge wie Kosmos, Leben, wirklich von den Erfindern der Entropie im 19. Jahrhundert stammt, weil sie sofort den zweiten Hauptsatz der Wärmelehre verbunden haben mit dem Universum, mit allem. Das steht so in diesen Formulierungen drin. Und Wissenschaftler neigen dazu, voneinander abzuschreiben, Formulierungen zu übernehmen. Und dann hat sich das verselbstständigt im populären Bereich. Und irgendwann hat man mit dem Begriff um sich geworfen. Ja, ist dann genau das entstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser israelitische Physiker recht hat.
dazu fehlen mir die Kompetenzen, das wirklich zu entscheiden. Seine Einwände aber sind für mich nachvollziehbar. Und wir zeigen es, oder er zeigt, es gibt mehrere Zugänge zur Entropie, den der klassischen Wärmelehre, der sofort auf den Kosmos übertragen wurde, den der Wahrscheinlichkeitslehre, die von Wahrscheinlichkeits für Zustände ausgeht, und den die Entropie als ein besonderes Maß für Informationen aufzufassen, wie es Shannon definiert hat. Alle drei Arten, Entropie zu definieren, ergeben das Gleiche, wenn man sie auf das gleiche System anwendet. Ja. Aber inhaltlich sind es verschiedene Interpretationen. Und das ist vielleicht einer der Fehler, der in der Physik gemacht wurde. Auch in der Quantenmechanik ist Ähnliches gelaufen. Es gab jahrzehntelang bis eigentlich heute noch diesen Welle-Teilchen-Dualismus. Der existiert aber nicht, es gibt diesen Widerspruch nicht, weil wir haben die Quantentheorie und wir haben ein Modell, das eben nicht widersprüchlich in Welle- und Teilchenaussagen ist. Und ich vermute, dass bei dem Entropiebegriff was ganz Ähnliches ist. Und deswegen habe ich dir reingeschrieben, man sollte vorsichtig sein, das jetzt als absolutes Wissen so darzustellen, weil ich nicht sicher bin, ob man das wirklich dauerhaft so wird sagen dürfen. Ja, also es ist ja auch überhaupt, war es lange Zeit nicht sicher, ob unser Universum überhaupt im Gleichgewicht stehendes System ist. Es gab ja auch dieses riesige Drama mit der kosmologischen Konstante. Richtig. Erst gab es die Gravitation. Albert Einstein hat dann aus kulturellen Gründen vermutlich daran festgehalten, dass das Universum statisch ist, und hat mehr oder weniger daher konstruiert, sich eine Kraft ausgedacht, kosmologische Konstante, hat die durch negativen Druck definiert und hat gesagt, die ist genauso groß, dass sie die Gravitation ausgleicht. Und dann ist alles super. Und erst dann, als der experimentelle Nachweis kam, dass es nicht stimmt, hat er die kosmologische Konstante unter den Teppich gekehrt. Und dann ist sie irgendwann so ein bisschen in Form der dunklen Energie, nicht eins zu eins durch negativen Druck wieder, aber so ein bisschen wiedergekommen, halt nur in einer um Größenordnung stärkeren Form. Also in einer gewissen Form, kosmologische Konstante, dunkle Energie, ist das in irgendeiner Form, also klar, es beschreibt unterschiedlich, hat unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Modelle, aber sind das nicht im Grunde genommen ein und dasselbe? Wenn wir das wüssten, wären wir weiter. Aber zu dem, was du eben sagst, das ist eine der Argumente gegen die zu saloppe Verwendung des Entropiebegriffs. Wenn wir die Entropie des Universums definieren wollten, müssten wir davon ausgehen, dass das Universum in einem Gleichgewichtszustand ist. Aber alles deutet darauf hinaus, hast du ja gerade gesagt, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, wir dürfen den Entropiebegriff gar nicht auf den Kosmos als Ganzes anwenden. Und dann wird es schon sehr kritisch, wenn man sagt, am Anfang Entropie 0, am Ende hohe Entropie, weil das Objekt gibt es gar nicht. Ne? Man könnte immer nur eigentlich lokale Entropien bestimmen. Eben, nur in lokalen, abgeschlossenen Systemen kann man das machen, aber nicht für den Kosmos als Ganzes. Das ist jedenfalls die Vorstellung. Und auch hier sieht man wieder, wie in der Wissenschaft manchmal lokal definierte Begriffe einfach salopp auf alles übertragen werden. Und also ich bin der Meinung, dass Wissenschaft uns eine sehr objektive Sichtweise auf die Welt ermöglicht, aber trotzdem muss man natürlich auch durchaus kritisch hinterfragen, wie mit Begriffen umgegangen wird und vor allen Dingen, wie dann in der Popularisierung der Wissenschaft Begriffe verwendet werden. Ja. Ne, denn das ist die nächste Ebene. Die eine Ebene ist die reine Wissenschaft, die meistens auf mathematischem Niveau formuliert ist. Dann kommt die Interpretation der Gleichung, das ist noch manchmal Teil der Wissenschaft. Und dann kommt die Popularisierung für Nichtwissenschaftler. Und diese drei Ebenen sind nicht immer unbedingt konform miteinander. Mhm. Aber jetzt zu deiner anderen Bemerkung, dunkle Materie, Energie. Dunkle Energie und kosmologische Konstante. Keine Ahnung. Das sind für mich Synonyme für, wir wissen nicht, was die Inflation des Kosmos antreibt, was die Expansion des Kosmos antreibt. Wir geben diesem Nichtwissen einen Namen, fügen diesen Namen als Rechengröße, das geht, in unsere Gleichung ein und arbeiten erstmal modellartig damit, indem wir diese Parameter ändern. Was dahinter steckt, wissen wir einfach nicht. Aber kann man nicht einen negativen Druck durch gewisse Feldstärken verursachen? Ich habe ganz große Probleme, wirklich anschaulich zu verstehen, was in dem Zusammenhang negativer Druck ist. Ja. Das kann man mathematisch machen und das ist alles ganz klar, aber das Einzige, was wir sehen, unser Kosmos dehnt sich aus,
diese Ausdehnung ist beschleunigt. Ja. Und wir sind aufgrund unserer Lebenserfahrung der Meinung, dass jede beschleunigte Bewegung einen Antrieb braucht. Ja. Also erfinden wir einen Antrieb, den nennen wir dunkle Energie. Ob das jetzt durch negativen Druck passiert oder durch irgendetwas anderes, wir wissen es einfach nicht. Ja. Also ich denke, da haben wir noch ganz, ganz große Wissenslücken. Bei der dunklen Materie ist es ähnlich. Ne, die dunkle Materie kann bestimmte Dinge sehr, sehr gut erklären, andere nicht. Alternativmodelle können noch weniger globale Erklärungen liefern. Aber wir haben auch noch keine Ahnung, was es ist. Was ich jetzt spannend finde, seit Jahrzehnten suchen wir nach dunkler Materie und dunkler Energie, wir finden sie nicht. Mhm. Wir hatten so einen Zustand schon mal, vor über 100 Jahren. Da waren alle Naturwissenschaftler der Meinung, es gibt einen Äther als Medium für Lichtwellen. Stimmt. Sie haben ihn nicht gefunden. Weil es ihn nicht gibt. Damals sagte man aber nicht, weil es ihn nicht gibt, sondern sie haben Gründe erfunden, warum man einen Äther, den es gibt, nicht sehen kann. Ja. Erst Einstein hat 1905 gesagt, wenn wir ihn nicht finden, gibt es ihn nicht. Aber so ein bisschen ist es ja auch mit den jetzigen Entwicklungen in der String-Theorie. Es begann als elegante Theorie, die durchaus erstmal, die man mal verfolgen kann. Richtig. Und dann haben praktische Ergebnisse gezeigt, dass, oder man hat keine Strings gefunden erstmal, und dann hat man sie immer kleiner gemacht einfach und hat gesagt, dann sind sie eben noch kleiner, dann sind sie eben noch kleiner, dann sind sie eben noch kleiner, immer so, dass wir sie gerade so nicht finden. Und dabei hat die Theorie eigentlich immer mehr von ihren ursprünglichen Vorteilen eingebüßt, weil irgendwann ist es halt auch ein bisschen, ist es willkürlich, dann ist es auch irgendwie nicht mehr elegant. Und heute gibt es sehr, sehr wenige Leute, die noch ernsthaft in der String-Theorie forschen. Also man hat es im Grunde genommen fallen gelassen. Also es gab Jahrzehnte, da hat jeder, der was auf sich hielt, String-Theorie betrieben. Ich fand die damals, als ich das erste Mal davon gehört habe, ganz toll, weil das wieder so ein einheitliches Bild ist, ne? Von Schwingungen, von Harmonien, das, was ein was Grundbaustein. Wir, was wir bei Schall, bei Musik, bei Farben wahrnehmen, diese Eigenschaften sind auch Bausteine unserer Welt. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber es ist ein bisschen zu vermenschlicht, leider. Ja, vermutlich war genau das der Grund. Ich meine, du sagst, man hat sie immer kleiner gemacht. Man hat noch sehr viel mehr gemacht. Man hat immer höherdimensionale Räume verwendet, um ihre Eigenschaften zu beschreiben. Die Anzahl der möglichen Schwingungsmuster noch in Einklang zu Und bekommen. Ich bin der Meinung, wenn ich etwas nicht erklären kann, finde ich immer durch Komplexisierung Modelle, die mir meine Parameter erklären, ohne dass es eine wirkliche Erklärung ist. Und ich glaube, dass diese Sichtweise im Moment in der Stringtheorie klar war, experimentell läuft nichts, weder Vorhersagen noch Messungen. Und man hat erkannt, dass etwas immer komplizierter zu machen, um in sich konform zu gestalten, vielleicht nicht der richtige Weg ist für eine fundamentale Theorie. Und deswegen ziehen sich jetzt, glaube ich, immer mehr Forscherinnen und Forscher aus dieser Theorie raus. Wobei ja derzeit sogar so ist, dass man nicht mal Anhaltspunkte hat, die man theoretisch überprüfen könnte, Richtig. Mit der man die String-Theorie Das kommt auch noch dazu. Ne? Es ist eigentlich in dem Sinne, im wissenschaftstheoretischen Sinne, keine Theorie. Denn jede Theorie muss falsifizierbar sein. Ja. No, und die String-Theorie hat keine Aussage gemacht, an der sie falsifizierbar war. Jedenfalls soweit, wie ich sie kenne. Dann das schreibt dann ja ein bisschen chronologisch vor, das Buch. In Kapitel 3 geht es dann um Planetenbildung und so. Also eigentlich ist das ja das kleine 1x1 der Astronomie, Planetenbildung. Das lernt man sogar in der Schule, glaube ich. Und auch schon relativ früh. Und dennoch ist es so, dass dort immer noch große Wissenslücken gibt. Angenommen, allein schon da, wie können sich diese kleinen Staubteilchen dann zusammenfinden? Wie können kilometergroße Brocken aneinander haften bleiben, ohne sich gegenseitig zu zerschellen? Was ist denn so schwer, oder was ist so schwer daran? Was ist das große Rätsel daran, dass Klumpen aneinander haften bleiben und dadurch Planeten entstehen? Naja, das Schwierige ist, das in mathematische Modelle zu bringen. Die ganzen Kräfte, die auftauchen, in Formeln zu bringen, das dann zu rechnen. Wir dürfen auf keinen Fall unser Planetensystem als Beispiel nehmen. Ne, da hat man sicherlich dann ein Modell konstruiert, das die Eigenschaften unseres Systems ganz gut wiedergibt und dann plötzlich andere Planetensysteme gefunden, die ganz anders aufgebaut sind.
Ich denke, dass die Entstehung eines Planetensystems ein ganz individueller Prozess ist, der dadurch bestimmt ist, was für Zeugs ist in welcher Umgebung vorhanden. Die Mechanismen, die dann wirken, die sind universell. Das könnte Haften sein, das könnte Schwerkraft sein, da sind mit Sicherheit auch Magnetfelder, die Teilchen bewegen, zusammenbringen. Das aber zu rechnen ist sehr schwierig. Wir haben vorhin über Forschen von Jugendlichen gesprochen. Mhm. Wir hatten im Schülerforschungszentrum einmal zwei Jugendliche, die haben genau das untersucht. Die haben ein Programm geschrieben, mit dem man einen winzig kleinen Schritt in der Bildung von Vorstufen vom Planeten simulieren kann. Ja. Also Millionen von kleinen Staubteilchen, die sich entwickeln aufgrund ihrer Schwerkraft über Hunderttausende von Jahren. Und sie haben versucht herauszufinden, bilden sich Planetesimals, also Vorstufen von Planeten. Ihre Antwort war nein. Das Einzige, was sie machen konnten, dass sie in diesen Rechenprozess einen etwas größeren Körper reingeben. Ja. Der sammelt dann den Rest auf und verdichtet sich und es bilden sich Planeten. Das heißt also, nicht die vielen einzelnen Mikroprozesse sind das Entscheidende, sondern durchaus andere Prozesse, größere vorhandene Objekte, die da sind, Geröllbrocken, die herumfliegen. Aber auch Geröllbrocken müssen ja erstmal entstehen. Am Anfang ist ja fast eigentlich nur Gas da und Staub. Und es dürfte ganz schwer zu erklären sein, wie sich aus wirklich reinstem Gas und Staub Planeten bilden. Weil da spielt Gravitation ja auch eigentlich überhaupt keine Rolle erst in diesem ersten Stadium, am Anfang oder? Nicht. Ob da Magnetfelder eine Rolle spielen, Verwirbelungen, es ist ganz schwer zu sagen. Inzwischen mit dem vorhandenen Grundmaterial, ne, Sterne produzieren Staub, es entsteht Geröll, dürfte es wesentlich leichter sein, in einem neuen, jungen Sternenplanetensystem zu bilden. Vor 10 Milliarden Jahren dürfte das erheblich schwieriger gewesen sein. Gut, da waren ja auch ganz andere Bestandteile noch in den Wolken drin. Da waren ja eigentlich nur Wasserstoff und Helium, richtig, sonst nichts. Richtig. Noch nicht mal, ein bisschen Helium auch, aber vor allem Wasserstoff. Naja, für mich ist das ein Zeichen für die kosmische Evolution. Ja. Die Entwicklung der Sterne produziert Material. Durch dieses Material verändert sich das Universum. Das heißt, in den nächsten Schritten entstehen Planeten. Es entstehen mehr Planeten, es entstehen andere Sterne, es entstehen Sterne, die Milliarden Jahre stabil sind. Immer größere Metallizität auch. Genau, ne? Es gibt dann schließlich eine Chance für eine chemische und biologische Evolution. Ja. Das ist für mich ein Beweis für eine kosmische Evolution. Passt jetzt auch so ein bisschen nach Kapitel 4, ist dann das ziemlich kontroverse Thema anthropisches Prinzip, Feinabstimmung und so. Meiner Meinung nach eigentlich alles nur, also Design, feine Abstimmung, anthropisches Prinzip, alles nur verschiedene Wörter für dasselbe Prinzip, aus verschiedenen Bereichen halt. Anthropisches Prinzip wird vor allem so in der Philosophie verwendet. Man geht ja erstmal davon aus, dass wir in einem Teil des Universums leben, der relativ normal ist. Das ist kosmologisches Prinzip, das ist die Grundlage, also wenn es das nicht gibt, dann kann man ja eigentlich überhaupt keine Kosmologie betreiben, weil man geht davon aus, dass wenn man hat die Aufgabe, man will einen Strand beschreiben, dann nimmt man sich einen Quadratmeter raus und untersucht ihn und dann kennt man im Großen und Ganzen eigentlich die Zusammensetzung dieses Strandes. Das ist kosmologisches Prinzip. Also wir müssen unsere Region im Kosmos verstehen, dann verstehen wir den gesamten Kosmos. Das ist ja eigentlich so die Grundlage von allem. Aber dabei darf man ja den sogenannten Selektionseffekt eigentlich nicht vernachlässigen. Eben, dass, ja, unsere Region ist ganz normal, aber unsere Existenz schränkt bereits die Anzahl der möglichen Regionen, der möglichen Universen schon ein. Ich habe nur ein bisschen mein Problem mit dem anthropischen Prinzip, dass es auch so ein bisschen nicht falsifizierbar ist. Also irgendwie, man kann es logisch nicht entkräften, aber es erinnert mich immer so ein bisschen an die Aussage, das Wetter ändert sich entweder oder es bleibt so, wie es ist. Also ist das nicht ein bisschen trivial, damit die Naturgesetze zu erklären zu wollen? Naja, es gibt ja eigentlich zwei anthropische Prinzipien. Starkes und schwaches. Ja. Und da muss man deutlich unterscheiden. Das eine würde ich als Esoterik bezeichnen. Das starke. Ja, ja. Ne? Der Kosmos ist so beschaffen, damit Leben entsteht. Das ist das, was du eben meintest, mit Erklärung heranziehen. Ja. Das hat für mich religiöse Aspekte. Ja.
die wieder den Menschen viel zu sehr in den Mittelpunkt rückt. Und dabei ist alles, was wir aus mehreren Jahrtausenden Wissenschaft gelernt haben, dass wir nicht im Mittelpunkt stehen. Eben, eben. Ne? Das schwache anthropische Prinzip, dass die Naturgesetze so sind, dass Leben möglich ist, das halte ich wiederum für trivial. Denn sonst säßen wir jetzt nicht hier und würden reden, wenn die Naturgesetze das verhindern würden. Ja. Also eigentlich ist das anthropische Prinzip unnötig. Aber es gibt ja so Leute, die sagen, dieses oder das derzeitige Standardmodell benötigt ja die Teilchengrößen als Input. Das bedeutet, man muss die Massen der ganzen Teilchen eingeben und danach kriegt man das physikalische Modell halt. Aber wir suchen ja eigentlich eine Erklärung eben dafür, also ich meine Gravitationskonstante, Lichtgeschwindigkeit, das alles, diese ganzen Naturkonstanten sind genau so, dass Leben entstehen kann. Genauso. Und es geht ja wirklich um dort teilweise Milliardstel dieses Wertes, die schon was komplett anderes produzieren würden. Und manche nehmen ja so das anthropische Prinzip als Erklärung dafür, dass es so ist. Also das Starke. Das Schwache. Das Schwache. Also manche sagen, der Grund dafür, dass alle Teilchengrößen so sind, wie sie sind, dass alle Konstanten sind, so sind, wie sie sind, ist, dass wenn sie nicht so wären, wir jetzt uns nicht darüber wundern könnten, warum sie so sind. Nee, das würde ich so nicht sehen, weil der Grund ist ja eine kausale Ursache. Das Schwache sagt aus, weil diese Teilchen, also diese Naturkonstanten so sind, können wir das hinterfragen. Nicht die Naturkonstanten sind so, damit wir das hinterfragen können. Nee, aber wären sie nicht so, könnten wir es nicht hinterfragen. Ja, aber deswegen ist es nicht so, dass die Naturkonstanten so sind, damit wir hinterfragen können. Sondern nur weil sie so sind, deshalb können wir das hinterfragen. Das ist keinerlei Erklärung. Das ist einfach die Trivialität. Also sagen wir mal so, Fische schwimmen im Wasser, weil sie im Wasser sind. Eine vollkommen triviale Aussage. Aber Wasser gibt es nicht, damit Fische drin schwimmen können. Genau. Aber es gibt dennoch immer wieder, oder das ist zumindest für die populärwissenschaftliche Ansicht des anthropischen Prinzips, dass man damit versucht, also klar, die Teilchenkonstanten sind, die ganzen Konstanten sind nicht so, damit Leben entsteht. Aber dennoch, das wäre das Starke. Genau. Das ist Unsinn meiner Meinung nach. Und das Schwache sagt nur, weil diese Konstanten so sind, konnte sich Leben bilden. Genau, und während. Und zwar, Vorsicht, nicht nur Leben, sondern Leben in dieser Form. Ja. Denn ich könnte mir andere Universen mit anderen Naturkonstanten vorstellen, wo andere Formen von Organisation sich bilden. Ob wir die Leben nennen würden oder nicht, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, welche Formen das wären. Aber Leben unserer Art kann sich nur in einem Universum bilden, das so ist, wie es ist. Das heißt aber nicht, und das ist eben der Fehlschluss, dass das Universum so ist, damit wir da sind. Das setzt voraus, dass es ja geplant wurde, dass es ja so gemacht wurde. Das ist sicherlich im Sinne von Religion, dass ein Gott es gemacht hat. Aber ein Gott hat es bestimmt nicht für die Menschen gemacht, weil wir haben 300 Milliarden Galaxien, 300 Milliarden Sterne pro Galaxien, wahrscheinlich Milliarden von Lebensformen im Universum, von denen die meisten wahrscheinlich intelligenter sind als wir. Und uns in den Mittelpunkt zu stellen, dass das alles für uns ist, halte ich für krank. Ja, natürlich. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Aber angenommen, die Naturkonstanten wären anders, dann es ist ja die Folge davon, dass wir heute nicht hier wären. Ja. Nun ziehen aber manche, und das ist eben das, was ich als das Problem bezeichnen würde, ziehen daraus den Rückschluss wiederum, nicht, dass sie so sind, damit wir hier sind, aber dass sie damit die Konstanten erklären, indem sie sagen, wären die Konstanten anders, dann wären wir nicht hier. Ja, das ist ja der Fehlschluss, den darf genau, man nicht machen. Genau, ich darf aus A folgt B nicht folgern, aus B folgt A. Genau, aber das genau ist, mit diesem Fehlschluss begründen viele das anthropische Prinzip und begründen damit, warum die Naturkonstanten so sind, wie sie sind. Ja, ja, aber das ist Problem. Ein Fehlschluss, das ist logisch falsch. Das ist ein logisch falsches Kalkül, das darf man nicht machen. Wie erklärt man, also ist das anthropische Prinzip im Grunde genommen, ja, es stimmt, aber es hat halt keine Bedeutung. Es ja, eben, deswegen sage ich ja, ne? In der starken Form ist es etwas Religiöses, Esoterisches, damit nicht Teil der Wissenschaft, und in der schwachen Form ist es schlichtweg überflüssig. Trotzdem könnte man das anthropische Prinzip sehr schön in einem Multiversum Das stimmt natürlich. Interpretieren, weil es gibt
wir fragen uns, warum sind die Naturkonstanten gerade so? Ja, das ist Zufall, weil es viele Universen gibt, in denen sie anders sind, nur da ist halt keiner drin, so kann man der nachfragen der, kann. So kann man es ja auch mit der Erde machen. Warum leben wir auf einem lebensfreundlichen Planeten? Weil es so viele Planeten gibt, dass mindestens, dass es einfach ein paar davon lebensfreundlich sind und würden, und auf den Planeten, die nicht lebensfreundlich sind, sind keine Leute, die sich darüber die Frage stellen. Auf dem Pluto würden wir nie hätten leben können, da hätte sich kein Leben entwickelt. Also werden Menschen sich nie fragen, warum leben wir auf dem Pluto? Richtig. Na, also das sind aber eigentlich keine Erklärungen, sondern das sind Trivialitäten. Aber es werden sich auch nie Leute in einem, oder es hätten sich auch keine Leute in einem Universum gefragt, in dem die Naturkonstanten anders sind. Wieso sind die Naturkonstanten genauso, also wie sie sind? Also nicht Leute wie wir. Ich denke, dass wir auch Leben immer noch zu sehr auf Menschen bezogen denken. Also, wir reden von organischem Leben, wir haben bestimmte Vorstellungen von Kohlenstoffchemie, wir sagen, wir brauchen Wasser, wir haben bestimmte Vorstellungen von Kommunikation, von Wechselwirkungen zwischen Lebewesen, Austausch von Materie. Aber was eigentlich Leben ist, lässt sich nur sehr schwer definieren. Ich finde, wir sollten einen Schritt weiter gehen und sollten Leben nicht nur an der uns bekannten Form festmachen. Mir hat ein Schüler mal vor vielen Jahren etwas gesagt, was ich damals als Blödsinn abgetan habe. Inzwischen weiß ich aber, der hat da einen sehr klugen Gedanken gehabt. Er hat gesagt, stell dir vor, zwei Menschen spielen Medizinball miteinander, werfen sich Medizinball zu. Und da kommen weitere Menschen dazu, weitere Medizinbälle. Und irgendwann sind es 100 Milliarden Menschen, die 100 Milliarden Medizinbälle und mehr hin und her werfen. Meinst du, hat er mich gefragt, dieses System aus Menschen und Medizinbällen könnte eine neue Form von Bewusstsein entwickeln? Habe ich gesagt, so ein Unsinn. Heute würde ich sagen, genau das ist der Punkt. Wir sollten davon weggehen, alles nur auf unsere menschliche Basis zu bringen. Wir wissen nicht, welche Arten von Kommunikation zwischen Objekten es noch im Kosmos gibt. Wir leben in einem ganz bestimmten Zeitmaßstab. Ne? Ja. Unser Zeitmaßstab ist die Sekunde. Ja. Es gibt viele Prozesse, die in Nanosekunden ablaufen, die für uns so schnell sind, dass wir sie nicht aufschlüsseln können. Und es gibt sehr, sehr viele Prozesse, zum Beispiel Wechselwirkung von Galaxien, die in hunderten Millionen von Jahren ablaufen, die so langsam sind, dass wir sie als statisch ansehen. Wir haben überhaupt keine Chance, in irgendeiner Art und Weise zu beurteilen, welche Bedeutung entwickeln diese Prozesse. Also kannst du dir vorstellen, dass es Arten von Organisationen geben könnte, die in ganz anderen Zeitskalen existieren, nehmen wir an, in Nanosekunden oder sonstiges, und die diese Zeitskala, für die diese Zeitskala das ist, was wir in unserem Zeitmaßstab haben, die, wo, also glaubst du tatsächlich, dass es keinen objektiven, keine, dass die Sekunde, dass dieser Zeitmaßstab, in dem wir jetzt leben, oder in dem wir halt, in dem wir leben, keine objektive Bedeutung hat? Ja, ich kann es nicht beweisen und wir würden das auch nie beweisen können, weil wir ja gar keine Kommunikationsgrundlage haben. Ne, das geht ja gar nicht. Aber kann man nicht gewisse kosmische Prozesse, also sagen wir mal, vielleicht sogar die Planck-Zeit oder so als objektiven Zeitmaß benutzen? Es wird gern gemacht, die Planck-Zeit heranzuziehen, weil sie Naturkonstanten gleich 1 setzt und damit unabhängig von Einheiten macht. Kann ich nicht sagen. Das Problem ist, wir könnten zwar bestimmte Prozesse nachweisen, aber wir können uns über die Bedeutung dieser Prozesse keine Gedanken machen. Also wir erkennen zum Beispiel zurzeit, dass Galaxien miteinander in Wechselwirkung sind. Das heißt, eine Galaxie kann an der Nachbargalaxie was bewirken. Ja. Neue Sterne, die entstehen oder Sternentstehung beenden, was auch immer. Galaxien verschmelzen. Das sind sehr langwierige Wechselwirkungsprozesse in Hunderten von Millionen von Jahren. Die können wir physikalisch mit unseren Modellen beschreiben. Wir können genau sagen, da geht eine Gaswolke von Ort A nach Ort B. Die sorgt dafür, dass da eine Kompression entsteht, neue Sterne sich bilden. Aber welche Bedeutung das hat, können wir gar nicht erfassen, weil das ist nicht mehr Naturwissenschaft, nicht mehr unsere Naturwissenschaft. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass es Kommunikationsformen gibt, von was auch immer da kommuniziert, die wir nie verstehen können.
weil wir eben nur ein bestimmter, kleiner, unbedeutender Teil sind, der hier miteinander die Welt beschreibt. Ich bin jetzt kein Biologe, aber ich habe mal gehört, dass Bäume über Pilze und über Wurzeln auch ein Kommunikationssystem aufgebaut haben, mit dem sie Nachrichten austauschen. Und das hat man jetzt erst vor kurzem entdeckt. Müsste man überprüfen, ob das stimmt und welche Bedeutung das hat. Aber das zeigt mir, dass wir lange Zeit so etwas gar nicht gesehen haben. Und jetzt anfangen wahrzunehmen, dass es da eine, ich will nicht sagen, dass die ein Bewusstsein haben, nicht esoterisch, aber dass ein Kommunikationssystem entsteht, das wir mit unseren bisherigen Mitteln noch gar nicht erkannt haben. Und dann auch so ein bisschen um Leben. In Kapitel 5 geht es dann auch so um die Entstehung des Lebens. Man fragt, wenn es um die Entstehung des Lebens geht, fragt man sich natürlich auch, welche Bedingungen waren dafür notwendig. Es gibt dann erstmal klar quantifizierbare Bedingungen. Die Erde muss in der habitablen Zone der Sonne liegen. Es muss eine gewisse Atmosphäre geben, Magnetfeld und das Ganze. Das ist klar. Aber dann bleibt noch die Frage übrig, entsteht Leben automatisch nach einer relativ kurzen Zeit, wenn diese Bedingungen gegeben sind? Ist das Leben eine logische Folge von dem und es entsteht dann halt immer und sofort? Oder braucht es eben doch noch einen gewissen Zufall, um aus diesen Bedingungen Leben entstehen zu lassen? Und gerade diese Frage wäre ja auch ganz entscheidend für die Suche nach außerirdischem Leben und auch für die Anzahl an verschiedenen Lebensformen außerhalb unserer Erde. Du hast mal im Vortrag, das fand ich relativ interessant, hast du mal gesagt, dass du dir ziemlich sicher bist, dass man in den nächsten Jahrzehnten außerirdisches Leben entdecken wird. Würdest du das heute noch unterschreiben? Im Prinzip ja, aber ich muss dazu Folgendes sagen. Das, was du eben beschrieben hast, kann man ja eigentlich weder untersuchen noch beweisen. Ich persönlich bin der Meinung, dass, wenn die Bedingungen stimmen, sich Leben zwangsweise bilden wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Man könnte es vielleicht dadurch erhärten, dass man verschiedene Lebensformen findet, die auf unterschiedlichen Grundlagen basieren, sodass man sagen kann, es hat gleichzeitig bei den richtigen Bedingungen dieser Prozess stattgefunden. Auf der Erde hat man nachgesucht, ist es nicht gelungen. Ja. Vielleicht findet man es in Zukunft auf anderen Himmelskörpern, auf Jupitermonden, Saturnmonden, bei Titan oder sonst wo. Ich bin mir immer noch sicher, dass der Kosmos voller Leben ist. Ja. Ich bin mir auch immer noch sicher, dass wir irgendwann mal Beweise dafür finden werden, auch durchaus sehr zeitnah, vielleicht sogar in deiner Generation. Meine Sichtweise hat sich aber ein klein wenig verändert. Auch hier gehen wir zu sehr vom Menschen aus. Wir denken, dass die biologische Form unseres Körpers die dauerhafte Form ist, mit der Bewusstsein, Leben existiert. Und wir suchen nach Signaturen für genau solche biologischen Formen. Ja. Aber ich fantasiere jetzt mal. Ja. Es ist wirklich Fantasie. Wir fangen an, bestimmte Körperteile durch künstliche Teile zu ersetzen. Ja. Funktioniert schon ganz gut. Ja. Sogar künstliche Herzen. Recht gut. Ist es nicht denkbar, dass die biologische Form des menschlichen Lebens nicht dauerhaft ist, sondern dass wir Menschen eine Nachfolgeform erfinden, die praktikabler ist, die uns einen Traum vom längeren Leben ermöglicht, die auch Umweltprobleme löst, weil sie gar keine Nahrung, keine CO2 mehr braucht, braucht nur Solarenergie. Ist es möglich, dass irgendwann mal sozusagen Lebensformen, Empfindungen, Bewusstsein in Computern, in Maschinen, in Quantencomputern sind? Ich würde jetzt sagen, alles eine Sache der Rechenleistung und der Speicherkapazität. Ja, aber die werden wir nicht finden, wenn wir nach biologischen Markern auf anderen Planeten suchen. Das heißt, also wir suchen vielleicht nach einer nur vorübergehenden, kurzen Entwicklungsphase von Leben. Und wenn wir die kaum finden, könnte das durchaus logisch sein, weil die ja eben nur sehr kurz ist. Ein Beispiel: in der Astronomie gibt es planetarische Nebel. Fast jeder Stern produziert einen planetarischen Nebel. Wir finden aber nur ganz wenige, weil planetarische Nebel nach 10.000 Jahren weg sind. Ja. Und vielleicht müssen wir auch bei der Suche nach bewusstem Leben, nach intelligentem Leben,
einfach eingestehen, dass die Form, nach der wir suchen, nur eine vorübergehende ist und deswegen deutlich weniger häufig ist, als wir im Moment eigentlich denken. Es sind einfach nur fantasievolle Gedanken, die vielleicht erklären, warum wir noch nichts gefunden haben. Wenn es um primitives Leben geht, also um das, was man jetzt zum Beispiel auch innerhalb unseres Sonnensystems an gewissen Orten sucht, der absolute Großteil der Spezies im Sonnensystem müsste ja, oder nein, im ganzen Universum, müsste ja eigentlich aus solchen primitiven Leben bestehen, weil auch auf der Erde ist es ja nur ein einziges Mal ist höheres Leben entstanden, intelligentes Leben. Wieso hat man denn da noch nichts gefunden? Also man müsste ja selbst, wenn man es ganz einfach macht und nach Biosignaturen sucht, müsste man da nicht auch was finden? Naja, auf dem Mars gab es mal vor Milliarden Jahren einen klimatischen Zustand, wo sich sowas hätte bilden können. Ich glaube, auch auf der Venus war das der Fall. Gab es jetzt erst vor ein paar Tagen eine neue Studie erschienen, die mit Simulationen, die versucht hat, die Vergangenheit der Venus so ein bisschen. Stimmt, ne? Das heißt also, jetzt geht es nicht mehr. Vielleicht liegt da noch was rum. Müssen wir mal intensiver suchen. Auf dem Mars fahren wir schon rum, haben noch nichts gefunden, ganz klar. Es gibt starke Hinweise, dass solche Lebensformen in den Ozeanen der Monde von Jupiter und Saturn vorkommen. Da plant man ja auch hinzufliegen. Also vielleicht finden wir so etwas in den nächsten Jahren, zumindest in deiner Generation. Ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also ich weiß, 2022, Europa-Klippe heißt, glaube ich, die Mission. Ja, genau. Und es ist eine Mission von der NASA, die plant zu diesem Jupitermond Europa zu fliegen und also nicht zu landen, sondern aus dem Orbit zu versuchen, die chemische Zusammensetzung dieses Ozeans zu bestimmen. Da gibt es starke Hinweise, dass es dort mikrobiologische Prozesse gibt und sicherlich werden die da keine Unterwassersiedlungen haben oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ausschließen würde ich es auch nicht. Aber es wäre schon eine Sensation, wenn man bestimmte Lebensformen dort nachweisen kann, auch wenn es nur sogenanntes primitives Leben ist. Und das kannst du dir vorstellen? Kann ich mir vorstellen, ja. Also eigentlich halte ich jetzt für naheliegend, weil es gibt ja jetzt schon Hinweise auf Stoffwechselprodukte, auf organische Substanzen, die in den Geysiren aufgetaucht sind, die man nur schwer durch Enceladus. Sehr schwer durch reine, biologische Prozesse erklären kann. Aber es geht noch anders zu erklären, und solange es irgendwie anders zu erklären geht, wird das bevorzugt. Logisch, klar. Ne? Aber ich rechne durchaus damit, wenn man da hinfliegt, wird man das entscheiden können und ich denke mir, man wird auch was finden. Das würde ja bedeuten, wenn man es schaffen sollte, oder wenn einfach die Tatsache stimmt, dass es in unserem Sonnensystem sich zweimal unabhängig voneinander Leben entwickelt hat, dann bedeutet das wiederum, dass es eigentlich 100% sicher ist, dass es überall im Universum Leben gibt. Das denke ich auch, deswegen ist das sicherlich ein Meilenstein und vielleicht auch einer der Gründe, warum man diese Mission macht. Ja. Ne? Denn auf dem Mars hat man ja gesucht und da findet man nichts. Mhm. Gut, nun hat man nur einen kleinen Teil des Mars bisher abgesucht, da muss man mal sehen. Auf der Venus kann man nicht landen, weil alles, was da runter schickt, geht kaputt. Aber dann nur ein paar Stunden immer senden. Ja, und von daher die Venus zu untersuchen. Außerdem würden Spuren von früher inzwischen vernichtet worden sein bei der Hölle, die da herrscht. Na, aber auf dem Mars hätte man noch Chancen, wenn man da vielleicht mehr Untersuchungen macht und bei den Monden von Jupiter und Saturn mit Sicherheit, ja. Dann Kapitel 7 geht es ja auch um die Evolution des Menschen oder beziehungsweise Kapitel 6 und 7, Erdzeitalter, Massenaussterben und dann auch die Entstehung der ersten Menschen. In Kapitel 7 fand ich am interessantesten, wenn man sich die 5 beziehungsweise 6 großen Massenaussterben der Erdgeschichte anguckt, was immer so, dass die dominantesten Arten eigentlich gestorben sind. Was bedeutet das nun für den Menschen im 6. großen Massenaussterben, in dem wir ja die dominante Art sind? Naja, wäre für mich ein Teil eines natürlichen Vorgangs. Kommen wir nochmal zu der Klimaproblematik vom Anfang zurück. Wenn wir unsere Ressourcen kaputt machen, dann ist das ein Teil eines Prozesses. Wenn Heuschrecken die Felder alle leer fressen, dürfen sie auch nicht wundern, dass ihre Nachkommen in diesen Feldern nichts mehr zu essen finden und sich was einfallen lassen müssen. Deswegen sterben Heuschrecken nicht aus, deswegen werden Menschen nicht aussterben, aber vielleicht ändert sich die Bedeutung der Menschheit. Also kosmisch gesehen ist das für mich keine Katastrophe. Ich persönlich natürlich gerne hätte, dass unsere Spezies vielleicht auf diesem Planeten sinnvoll im Einklang mit der Welt auch weiterlebt. Das ist was ganz anderes. Aber kosmisch gesehen ist das
egal, dazu sind die Anlagen von anderen Planeten viel zu häufig. Das kann man ersetzen. Es liegt nur an uns, ob wir klug genug sind und bereit genug sind, das sozusagen zu ändern. Es liegt wirklich nur an uns. Und wir bewerten ja auch dass unsere Existenz als gut. Objektiv gibt es ja, kann man ja nicht sagen, eine Welt oder ein Universum mit Menschen ist besser als ein Universum ohne Menschen, weil es gibt ja niemanden, der besser definiert, außer wir selbst. Alle moralischen Aussagen, ja. Also auch wie gut und böse, sind rein menschengemachte Aussagen, eigentlich sogar kulturell gemachte Aussagen. Sie gelten noch nicht mal universell für jeden Menschen. Und von daher ist es klar, wir können uns entscheiden und können sagen, wir fänden es gut und wertvoll, wenn wir auf diesem Planeten als Menschheit weiterleben können. Das ist unser Ziel, das wollen wir tun, das können wir machen. Wenn wir uns dazu nicht durchringen, wenn es uns nicht gelingt, ist es kosmisch gesehen, ich sage mal, unbedeutend. Wir sind niemandem etwas schuldig, nur uns selbst eigentlich. Ja, ja. Richtig, genauso kann man es. Ich weiß, dass solche Gedanken nicht gerne gehört werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Aber nicht, dass man jetzt denkt, ich würde Leben nicht achten. Ich halte es sehr intensiv mit Albert Schweitzer. Also ich achte selbst einfachste Lebensformen. Ja. Also eine Fliege fange ich und bringe sie aus der Wohnung. Ich auch. Die schlage ich nicht tot. Ja, weil ich Respekt habe vor dieser komplexen Lebensform. Aber trotzdem versuche ich, diese Dinge etwas losgelöst von meinen persönlichen Empfindungen zu bewerten. Ne, also die Ehrfurcht vor dem Leben im Sinne von Schweitzer habe ich mit Sicherheit auch. Aber das heißt nicht, dass ich die Bedeutung der Menschheit kosmisch gesehen so einschätze, wie das viele meinen, dass man es tun müsste. Halt auch wissenschaftshistorisch, das ist wirklich eine Entwicklung, die man eigentlich ziehen kann. Richtig. Dass wir immer unbedeutender wurden in unserem Weltleben. Richtig. Ne? Dann auch so, oder was man dann auch in Kapitel 7 recht gut sieht, ist ja so, die ganze Erdgeschichte, wenn man sie auf 24 Stunden reduziert, dann ereignet sich die neolithische Revolution, also eigentlich zu dem Beginn der menschlichen Zivilisation wirklich, wo wir uns niedergelassen haben und so, 0,2 Sekunden vor Tagesende. Das kommt wieder so ein bisschen zu diesem Thema Objektivität und Moral. Sollte uns das eher demütig machen oder sagen wir, gut, niemand nimmt uns das Recht, also haben wir auch das Recht, uns die Erde eigentlich so untertan zu machen? Weder noch, mich macht das dankbar. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich existiere, dass ich in einer Zeit existiere, in dem ich die Muse habe, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Vor 200 Jahren wäre ich nicht so alt geworden. Ich auch nicht. Du wärst schon die ersten 4 Jahre im Bergwerk gewesen und hättest schon irgendwelche Steine rausgeholt, hättest und keine Schulbildung gehabt. Und wahrscheinlich als Ketzer verbrannt worden irgendwann. Das sowieso. Ne? Aber nee, du wärst gar nicht dazu gekommen, solche Meinung zu entwickeln. Vermutlich, weil nach 14 Stunden Arbeitseinsatz im Bergwerk hättest du andere Interessen gehabt. Also deswegen bin ich dankbar, dass ich in dieser kurzen Zeitspanne existieren kann, dass ich relativ sorgenfrei leben kann, nicht ständig vom Krieg bedroht werde. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich diese Dinge erfahren kann. Demütig macht es mich nicht, aber es sagt mir auch nicht, dass ich die Erde mir untertan machen soll, weil ich begreife mich eher als einen vorübergehenden Teil eines viel größeren Prozesses, den ich nicht durchschaue und dessen Sinn ich auch nicht hinterfragen kann, den ich aber nicht in esoterischen oder religiösen Äußerungen suche, weil das für mich keine Lösung ist, weil das wiederum zu sehr auf Menschen bezogen ist und von Menschen ausgeht. Und wir wollten ja über Teil 1 sprechen vor allem, dann im Kapitel 8, also eigentlich im letzten Kapitel von Teil 1, geht es dann um das Stichwort, so ein bisschen Industrialisierung. Mhm. Und das hängt natürlich auch eng zusammen mit der Globalisierung. Mhm. Und eigentlich denke ich mir immer so, Globalisierung ist eigentlich etwas Gutes. Wir assimilieren uns, wir werden uns ähnlicher. Kriege müssten dadurch schwieriger werden, schwieriger zu rechtfertigen auch. Eigentlich müssten sich Kluften schließen und das ist der Weg eigentlich zu einer globalen Zivilisation wirklich, wo sich so kulturelle Unterschiede eigentlich aufgelöst haben. Wieso führt Globalisierung momentan genau zum Gegenteil? Also ich sehe das ähnlich wie du. Für mich ist das Kennenlernen anderer Kulturen, das globale Denken, das globale Handeln, ein ganz wichtiger Schritt
all die Probleme, die wir zurzeit haben, zu lösen und mit der Menschheit als Ganzes auf diesem Planeten weiterzuleben. Es funktioniert noch nicht gut. Es funktioniert aber besser als in früheren Jahrhunderten. Da bin ich mir sicher. Vielleicht funktioniert es noch nicht gut, weil noch nicht alle Menschen diese Reife besitzen, diese Bildung besitzen und immer noch meiner Meinung nach ungebildete Menschen ganze Nationen anführen dürfen. und deswegen eher einen Schritt zurück sind. Amerika ist für mich deutlich einen Schritt zurückgegangen in den letzten Jahren, ja. In allem, was getan wird. Aber das sind kleine Schritte nach vorne, zurück. Ich denke, die große Tendenz ist steigend. Ich glaube nicht, dass ich erleben werde, wie Globalisierung zu etwas geworden ist, was du eben eigentlich erwartest. Ja. Ich fürchte, noch nicht mal du wirst es erleben. Mhm. Aber vielleicht die nächste oder übernächste Generation. Nur weil das so schwierig zu erreichen ist oder so weit weg ist, heißt es nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Aber könnte es nicht sein, dass wir gerade durch diese ganzen Widersprüche, die derzeit auch in unserer Gesellschaft da sind, die müssen auch gelöst werden. Die können ja nicht, noch nicht mal mittelfristig eigentlich bestehen. Könnte es nicht sein, dass wir gerade durch diese Klimaproblematik kurz vor einer Trendwende stehen und sich diese positive, also ich meine, in den letzten Jahrtausenden hat sich der Lebensstandard durchschnittlich eigentlich immer verbessert. Es ist eigentlich alles immer besser geworden, mal pauschal zu sagen. Droht uns jetzt nicht die Gefahr, dass sich das umkehren könnte durch den Klimawandel? Nee. Ich glaube gerade, dass jetzt das ein Schritt nach vorne geht, weil plötzlich Menschen in allen Teilen der Welt das erkannt haben und gezwungen sind, zusammen etwas zu unternehmen. Es reicht nicht aus, dass ein Teil der Welt, zum Beispiel Deutschland oder Frankreich, irgendetwas macht. Sondern es müssen alle etwas tun und wir müssen uns alle auf etwas einigen, was wir gemeinsam tun können. Wir müssen auch die mitnehmen, die noch benachteiligt sind, was ich am Anfang gesagt habe. Und genau das ist aber ein Prozess zur Globalisierung. Ich glaube, dass durch das Deutlichwerden der Klimaproblematik wir eine Chance haben, in diesem Prozess schneller und weiter voranzuschreiten. Vielleicht, weil es die einzige Lösung ist, die sich, nämlich Globalisierung, die sich beim Klimaproblem anbietet. Das kann man nicht individuell in kleinen Bereichen lösen. Das ist wirklich ein globales Problem geworden. Aber es ist ja auch so ein bisschen Zeitdruck da. Also ja. Irgendwann lässt der Klimawandel auch, das Klima ist ja ein nicht lineares System. Es gibt Kipppunkte, richtig. Wenn diese Kipppunkte überschritten sind, geht das Ganze von alleine selbstverstärkend weiter. Glaubst du, wir schaffen es rechtzeitig, bevor diese Kipppunkte überschritten sind, unsere Emissionen so weit zu drosseln, dass wir langfristig überleben? Also sagen wir mal so, vor etwa 10, 12 Jahren hatten wir eine ähnliche Diskussion über das Ozonloch. Ja. Das immer weiter wuchs und immer kritischer wurde. Gibt es auch dort einen Punkt, ab dem sich das Wachstum verselbstständigt, ohne dass wir weiter... Das nicht, aber es ist erstaunlich, wie weit wir es in so kurzer Zeit geschafft haben, global bestimmte Produktionen so zu verändern, dass das Ozonloch sich inzwischen auf einer minimalen Ausdehnung befindet, eher zu einem natürlichen Teil geworden ist, wie es schon immer war. Klar, da gibt es nicht so ein Kippen, aber das Kippen passiert auch nicht innerhalb von einem Jahr. Und noch haben wir viele Techniken, die das Kippen aufhalten können, im Kippen, noch gar nicht untersucht. Also vielleicht gibt es Techniken, die CO2 binden, aufnehmen, noch anders sozusagen rausziehen aus der Atmosphäre. Nur wir müssen mit vereinten Kräften daran arbeiten. Also ich bin schon optimistisch, dass wir das in den Griff kriegen. Aber das soll jetzt nicht heißen nach dem Motto, naja, wir brauchen nichts zu tun. Das wird schon, also das wäre der falsche Weg. Ja, also der erste Teil ist jetzt schon sehr wissenschaftlich auch. Ich habe ihn eingebaut, also da das Große und Ganze meines Buches, müssen wir jetzt auch gar nicht hier weiter drüber sprechen, das ist ja auch nicht das Thema, denke, hast du ja auch verstanden, worum es im Großen und Ganzen gehen wird und alle über das Crowdfunding werden da ja auch anders informiert.
Aber der erste Teil ist sehr wissenschaftlich und könnte dementsprechend auch abschrecken. Die Funktion des ersten Teils ist es nun eigentlich, den Menschen im ersten Teil erstmal klarzumachen, wie besonders es denn ist, dass wir eben hier sind und was alles nötig war, damit es soweit ist, um das Ganze schätzen zu lernen einfach und um dann wiederum auch zu verstehen, was diese Wertigkeit ist und warum wir jetzt unbedingt handeln müssen, was dann in späteren Teilen kommt. Und es ist so, dass ich versuche das quasi durch Forschung zu sensibilisieren. Ich nenne mal das Beispiel Apollo 8. Hat ja die erste Mission zum Mond, hat das Foto Earthrise geschossen, das Foto der aufgehenden Erde über dem Mondhorizont und hat damit Milliarden von Menschen sensibilisiert für dieses Thema. Ökologie, es war der Beginn von der Umweltbewegung der 60er Jahre dann oder vielleicht auch schon der Höhepunkt sogar und hat etwas verändert, auch in der Debatte. Es war leider nicht langfristig, es ist irgendwann leider alles wieder abgeflaut, aber es hat etwas verändert. Welche Rolle kann denn Wissenschaft allgemein in der Sensibilisierung für den Klimawandel spielen? Das Problem ist immer, dass Wissenschaft sich kommunizieren muss für Menschen, die nicht wissenschaftlich denken. Das heißt, Wissenschaftskommunikation ist ein ganz wichtiger Teil der Wissenschaft. Das ist auch erst in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht wirklich erkannt worden. Früher haben Wissenschaftler nur unter sich geredet und fanden es eher belästigend, Nichtwissenschaftlern etwas erklären zu müssen. Inzwischen gehört bei der Beantragung von Forschungsgeldern auch immer ein Public Outreach dazu. Man muss also auch kundtun, wie man das, was man erforscht, in der Öffentlichkeit bekannt machen will und wie man es der Öffentlichkeit gegenüber vertreten will. Ich denke, dass Wissenschaft vermehrt lernen muss, die Bedeutung von dem, was sie macht, allen zu kommunizieren. In der Schule zum Beispiel ist es so, dass die meisten jungen Leute naturwissenschaftlichen Fächern eine ganz hohe Bedeutung beimessen, aber sie mit geringer Bedeutung nur mögen. Ja. Also ein starker Widerspruch. Und das zeigt mir, dass es den Schulfächern und der Wissenschaft noch nicht gelungen ist, zu zeigen, wie notwendig es ist, sich mit bestimmten Inhalten zu beschäftigen, sozusagen losgelöst von mathematischen Formeln, was für viele ja immer eine große Hürde ist, auf einer Ebene zu kommunizieren, die nachvollziehbar ist, die überprüfbar bleibt, auch für sogenannte Laien, damit Laien in der Lage sind, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse leichter und besser anzunehmen und damit auch ihre Einstellung zu bestimmten Dingen zu ändern. Also ich glaube, es gäbe weniger, oder das Problem des Klimawandels, oder ich sage mal so, ich glaube, es könnte eine individuelle Verhaltensänderung auslösen, wenn jeder Mensch das verstehen würde, was ich im ersten Teil beschrieben hätte, und wenn jeder Mensch das verinnerlicht hätte. Ich glaube, das würde zu einer Verhaltensänderung führen, wie wir sie so noch nie erlebt haben. Sehe ich auch so, aber ich kann mir genau umgekehrt auch denken, dass viele Leute an den Stellen schon aufhören zu lesen und sagen, das ist mir zu wissenschaftlich und eine Aversion entwickeln. Was aber dann nicht deine Schuld ist, sondern die Schuld derjenigen ist, die in den Jahren vorher Wissenschaft kommuniziert haben. Dass man sozusagen Wissenschaftlichkeit eher als Schimpfwort ansieht, als etwas Positives. Mhm. Also ich sehe das genauso. Ich bin der Meinung, also vielleicht kann ich das an der Stelle sagen, in deinem Alter habe ich angefangen, mich mit Astronomie zu beschäftigen und da gab es einen Fernsehastronom, der hat einen Spruch gesagt, also war ein Berufsastronom, der Fernsehsendungen gemacht hat, Wissenschaftspublizistik gemacht hat, der hat gesagt, ein Mensch, der richtige Vorstellungen vom Bau des Kosmos besitzt, wird sich in seinem ganzen Leben bis in die praktischen Dinge des Alltags hinein anders verhalten als jemand, der dieses Wissen entbehrt. Das ist für mich so eine Art Leitspruch in meinem Leben geworden. Und da ist was Wahres dran. Klar, ich entscheide nicht, in welchen Kinofilm ich gehe, nur weil ich weiß, wie der Urknall vielleicht abgelaufen ist. Aber meine Grundeinstellung zur Welt verändert sich und damit auch meine Einstellung zu bestimmten Problemen, die wir haben. Und insofern würde ich dir in allem zustimmen. Ne? Wir brauchen mehr wissenschaftliche Kultur für alle. Wir brauchen mehr Zugänge für alle zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, damit alle sich mit diesen Erkenntnissen in ihrem Gesamtverhalten verändern und sozusagen ihr eigenes Verhalten besser einschätzen lernen. Und genau das war eigentlich auch der Grund dafür, dass ich diesen Teil 1 geschrieben habe.
ich habe auch lange überlegt, weil ich eben mir gedacht habe, okay, könnte jetzt, wenn dadurch weniger Leute das zum Schluss lesen, den Appell lesen, könnte das vielleicht eine negative Auswirkung auf den tatsächlichen Einfluss des Buches haben. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, diesen Teil so zu schreiben. Und auch, glaube ich, ein ganz gutes Gleichgewicht zwischen dem, was ich erspare und dem, was ich wirklich nenne. Weil ich, wie gesagt, glaube, dass ich es nicht schaffen werde. Das wäre ein sehr hohes Gut, dann hat man es geschafft. Aber das ist leider sehr schwer, dass Leute das machen, was du tust, ohne dass sie es verstehen. Das gibt es nicht besonders oft. Es gibt einige Menschen, die können das anscheinend, aber das ist sehr schwer. Meistens muss man den Leuten das erklären, was man tut, damit sie die Handlung verstehen und dann tun sie es. Deswegen hoffe ich, dass möglichst viele Leute, die das Buch dann auch lesen, ich kann ja mal ermuntern euch dazu auffordern, lest den ersten Teil auch. Er ist wirklich wichtig und ich habe mir auch etwas gedacht, dabei ihn zu schreiben. Ich habe mir auch etwas dabei gedacht, ihn so zu schreiben, wie ich ihn geschrieben habe. Ich habe mathematische Formeln immer nur in den Anmerkungen benutzt und habe die dann wiederum immer erklärt. Ich habe erstmal keine Vorkenntnisse erfordert, die man nicht in diesem Buch selbst erhält. Also ich fange eigentlich von ganz vorne an. Und deswegen hoffe ich, dass möglichst viele Leute oder eigentlich alle Leute, die das Buch lesen, auch den ersten Teil komplett lesen und dort durchhalten. Ich glaube, es wird sich bezahlt machen. Das denke ich ehrlich gesagt auch. Dann würde ich sagen, ich oder von meiner Seite aus wären wir am Ende. Möchtest du noch irgendwas sagen oder so? Dann freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast für die Podcast-Folge. Hat mir Spaß gemacht und ich bin mal gespannt, wenn dein Buch rauskommt, welche Resonanz das kriegt. Da bin ich auch drauf gespannt.